Der Mitropa Cup, die kleine Europameisterschaft, ist mittlerweile beendet. Die deutschen Damen haben die Bronzemedaille geholt. Die Herren sind nicht aufs Treppchen gekommen. Das war aber auch nicht zu erwarten. Die waren nominell eher so im Mittelfeld anzusiedeln. Ich möchte heute noch ein Partiefragment zeigen, das ich eben auf der Seite vom Schachbund gefunden habe. Da kommentiert ja der Kevin Högi immer nach den Runden oder hat nach den Runden immer kommentiert. Und das ist nochmal eine Partie von Alexander Krastev. Der hat hier nämlich einen Großmeister geschlagen mit 2-5-7-20. Tadeáš Krejbl, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, von den Tschechen. Und das war ein ganz schönes. Ja, so ein instruktives Fragment mit zwei ganz interessanten Momenten, die wir vielleicht mal näher beleuchten wollen. Der erste ist schon hier. Wir sind schon so sozusagen am Ende des Mittelspiels und begeben uns schon, sind schon auf dem Weg in Richtung Endspiel. Und wir können, wenn wir so drauf gucken, feststellen, dass der Alexander Krastev, der hat hier schwarz, dass der durchaus einen Vorteil hat. Er ist besser zentralisiert. Ups, nee, den wollte ich nicht anklicken, sondern den. Die schwarze Armee ist komplett zentralisiert, während bei dem Weißen der schwarze Springer A5 sich ein bisschen verlaufen hat. Es ist die Frage, was ist eigentlich mit dem D5-Bauern? Ne? Das könnte ein Faktor sein, der zugunsten des Weißen spricht. Wenn der Weiße den erstmal nicht verliert, denn unmittelbar hängt der. Schwarz droht den rauszunehmen. Und wenn der sich vielleicht noch in Bewegung setzt, wenn der vielleicht auch dem Springer einen Weg ebnet, hier zurück in die Partie zu kommen, dann könnte es für Weiß doch ganz gut aussehen. Weiß hat hier einen Fehler gemacht. Und danach ist ganz klar, wie die Stellung einzuschätzen ist, denn dann steht Schwarz sicher besser. Es hat hier Turm DE1 gespielt. Was auf Anhieb erstmal verständlich ist, ne? Der Schwarze sagt hier, der Springer ist gefesselt und den gucke ich mir erstmal an und jetzt hängt er ja auch. Und was willst du jetzt eigentlich tun, Schwarzer? Also ich nehme an, dass der Weiße hier auch nicht so richtig viel Zeit hatte, denn er hat hier was übersehen. Wir sind ja schon im 37. Zug, in der Nähe der Zeitkontrolle. Der wird hier nicht mehr ewig auf der Uhr gehabt haben und macht dann so den Zug, den er am naheliegendsten fand. Aber Schwarz hat hier eine schöne Riposte oder einen schönen Konter, kann man vielleicht sogar sagen. Wenn du den schwarzen Zug noch nicht gefunden hast, mit dem der Schwarze seinen Springer entfesselt und das Blatt wendet, dann guck vielleicht noch ein bisschen hin und halt das Video an. Schwarz spielt hier Springer D2 Schach. Die Dame ist gefesselt. Kann den Springer nicht nehmen. Und damit zementiert der Schwarze seinen Vorteil, den wir eben schon angedeutet hatten. Der wird jetzt real. König muss aus dem Schach gehen. Alexander nimmt Material vom Brett. Schwarz kann jetzt nicht auf F5 tauschen und dem Schwarzen die Struktur verschlechtern, denn Schwarz nimmt dann auf E1 mit Schach und gewinnt Material. Also auch Dame F5 kommt Turm E1 Schach. König schlägt D2, GF, König schlägt E1 und wir sehen, dem Weißen fehlt eine Qualität und das ist deutlich mehr wert als die Schwäche der Bauernstruktur hier und obendrein geht der D5-Bauer verloren, der einzige Trumpf, den der Weiße noch hatte. Das ist ein einfach gewonnenes Endspiel für Schwarz. Insofern, nach Turm E3 muss Weiß hier zurücknehmen. Und wir hatten schon über den D5-Bauern gesprochen. Wenn Weiß den als starken Freibauern etablieren kann, dann ist das ein Trumpf für ihn. Aber das Thema hat sich erledigt und der ist jetzt auch einfach weg. Und jetzt steht es zwar materiell noch gleich, aber das Pendel schlägt jetzt doch ganz, ganz eindeutig zugunsten des Schwarzen aus. Es sind eben nicht nur die Schwerfiguren hier gar nicht koordiniert.
Es steht nicht nur weiterhin der arme Springer A5 im Abseits, es kommen jetzt auch noch Drohungen gegen den König hinzu. Die Dame droht auf A2 einzudringen und auf A1 Schach zu sagen. Wenn Schwarz jetzt zweimal ziehen dürfte, dann würde er Dame A2 und Dame A1 Schach spielen und hätte unmittelbar gewonnen. Dazu liegen auch noch garstige Springergabeln in der Luft, das sehen wir gleich. Weiß muss jetzt erstmal verhindern, dass die schwarze Dame eindringt. Das ist jetzt erstmal sein unmittelbares Problem. Dann macht er B3, aber jetzt kommt Springer F1. Und wir sehen, jetzt geht dieser Bauer noch über Bord. Denn der weiße Turm kann sich nicht auf der dritten Reihe halten, um den Bauern zu decken. Der geht nach E1 und jetzt hat Schwarz zu seiner schon positionell deutlich überlegenen, fast schon überwältigenden Stellung halt einfach auch noch Material gewonnen. Jetzt hat er einen Bauern mehr. Und die Drohungen gegen den weißen König, der deutlich unsicher steht als der Schwarze, die sind ja auch noch nicht vom Brett und darum bietet der Weiße hier Materialtausch an. Und das ist ein ganz interessanter Moment, denn eigentlich würde man in einer Blitzpartie hier begeistert zugreifen und das rausnehmen und davon ausgehen, dass das Bauernendspiel gewonnen ist. Es gibt da so eine Regel, die heißt, Springerendspiele sind wie Bauernendspiele. Das hängt damit zusammen, dass der Springer eben nicht so langschrittig ist, sondern nur so kurz wirkt. Darum, wenn irgendwo ein Mehrbauer ist, der zu laufen droht, dann kann der kurzfristige Springer da nicht so viel machen. Die sind immer so ähnlich einzuschätzen wie Bauern in Spiele. Der Kevin schreibt hier, dass das die sogenannte Botwinnik-Regel ist. Der Begriff war mir nicht bekannt in diesem Zusammenhang. Will nur sagen, der normale Zug ist eigentlich Dame schlecht D1. Und das ist dann auch ein einfach gewonnenes Endspiel. Der leichteste Zug ist, jetzt kannst du vielleicht, wenn du rechts in der Notation guckst, siehst du den Zug. Wenn du dich zwingst, nicht zu gucken, kannst du das Video kurz anhalten. Der leichteste Zug ist hier G5. Mit der Idee, sich unmittelbar einen Freibauern auf der H-Linie zu schaffen. Da ist dann wenig gegen gewachsen. Wenn Weiß schlägt, dann läuft er los. Und das Problem ist, der Springer kontrolliert, also aus weißer Sicht das Rollen. Der Springer kontrolliert das Ankunftsfeld, der König kann den nicht aufhalten. Und es bringt auch nichts, hier mit dem Springer versuchen, den einzufangen, da kommt man einfach nicht ran. Ne? Und ja, der Springer ist zu spät. Kann den nicht helfen, kann den nicht halten. Insofern, ist das ein bisschen erstaunlich, dass Alexander hier nicht auf D1 rausnimmt. Andererseits gibt's aber auch ein wichtiges Prinzip. Es ist halt häufig, wenn man ein bisschen Material mehr hat und einen Vorteil hat und dann was tauschen kann, dann erliegt man der Versuchung zu tauschen und will dann einfach näher an dieses Bauern- oder Springer-Endspiel kommen, das dann in der Regel auch gewonnen ist, wenn man einen Bauern mehr hat, und nimmt dann einfach Material vom Brett. Aber wenn man noch andere Vorteile hat, dann, wenn man zum Beispiel Angriff hat, dann sollte man den Angriff nicht einfach wegnehmen, nur weil die Versuchung, so großes Material vom Brett zu nehmen. Und insofern ist Alexanders Zug hier zu rechtfertigen. Schwarz hat halt einfach Spiel gegen den weißen König. Zu seinem kleinen materiellen Vorteil halt eben auch noch einen positionellen. Da kann man auch schon mal die Damen auf dem Brett halten. Hier ist das ein bisschen erstaunlich, weil das Endspiel halt einfach sofort gewonnen ist. Ich weiß nicht genau, was ihn da geritten hat. Aber die Stellung bleibt natürlich für Schwarz gewonnen, aber so ist es ein bisschen langwieriger. Es taucht jetzt wieder der Faktor auf, dass der weiße König unsicher steht. Ne? Der Weiße sucht halt Gegenspiel, indem er sich selbst einen Freibauern schafft, aber dann ist hier sofort wieder, sind die Scheunen wieder offen. Und der Weiße handelt sich damit eben Probleme ein. Verhindert jetzt das Schach auf A1 und nach BC, Dame D4, Dame D1, ist ihm dann auch nichts Besseres eingefallen, als die Damen zu tauschen, denn wenn der König jetzt auf die zweite Reihe zieht, dann kommt Dame D2 Schach
mit Angriff auf den Springer. Insofern muss Weiß jetzt die Damen vom Brett nehmen. Und jetzt endlich könnte man sagen, geht Alexander auch in das gewonnene Endspiel und spielt dann auch hier den entscheidenden Zug, der ihm auf der H-Linie einen Freibauern verschafft. Und der Weiße versucht, diesen Bauern mit dem Springer zu halten. Das Problem ist nur, welches ist im Endspiel die stärkste Figur oft, wenn keine Damen mehr auf dem Brett sind? Der König. Und er hilft jetzt. Und er hilft entscheidend. Und die weißen Freibauern, die da am Damenflügel laufen sollen, die sind einfach viel zu langsam. Springer H2 und jetzt spielt der Springer E4 und die Idee ist ganz einfach, König G3 zu spielen und dann läuft mit Unterstützung des Königs der H-Bauer durch, während der Springer für den Moment hier diese Bauern hält am Damenflügel, wo sich der Weiße ja mit B5 durchaus einen Freibauern schaffen wird, aber Weiß spielt Springer D6 und kontrolliert hier das Feld B7, der läuft nicht, während der König hier den H-Bauern durchdrückt und das ist dann halt einfach gewonnen. Und, Weiß gab an dieser Stelle auf, weil da ist nun wirklich überhaupt nichts mehr zu machen. Und das war ein schöner Sieg, der andeutet, dass da eben auch noch ein bisschen was in der Hinterhand ist. Wir reden immer von Frederik Swane und wir reden immer von Vincent Keimer und ja, die sind auch beide wahrscheinlich ein bisschen stärker als Alexander Krastev. Aber das ist da auch noch einer, mit dem zu rechnen ist und der was kann und der auch beim Mitropa Cup ein starkes Ergebnis geholt hat. Ich glaube 5 aus 8, wenn ich mich nicht irre, und auch deutlich Elo gewonnen. Den behalten wir mal im Auge und gucken mal, was da noch kommt. Ich glaube sogar, Alexander, das habe ich jetzt vor dem Video nicht gecheckt, ich glaube sogar, der spielt die World Cup Qualifikation mit, die jetzt am 22. Mai beginnt und da begegnet er uns dann vielleicht schon wieder. Seien wir gespannt. Für den Moment erstmal vielen Dank fürs Zuschauen.